Nur hallo zusammen. Ich möchte euch in diesem kleinen Video mal ein bisschen einen Überblick geben über Automatisierung bei Oxygen Not Included. Ich möchte gleich vorweg sagen, ich spiele aktuell zum Zeitpunkt des Videos noch kein Spaced Out. Das heißt, die Automatisierungen sind ausschließlich für den Automata DLC gedacht. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass bei Spaced Out eher mehr Automatisierung dazu kommt, wie das, was wegfällt. Das bedeutet, alles, was ich hier jetzt erklären werde, wird es hier sicherlich auch in Spaced Out geben. Ja, ich möchte einfach mal euch zeigen, was ich so verwende. Deshalb werde ich auch nicht auf alle Automatisierungen eingehen, denn ich benutze selbst Stand jetzt immer noch nicht alle Automatisierungen. Aber die wichtigsten, die ich benutze, werde ich euch in einem kurzen Tutorial zeigen, wie man sie baut, wie man sie einsetzt. Werde euch dann auch als Beispiel immer jeweils aus meiner aktuellen Basis was zeigen. Ja, und da man jetzt bei so einem Tutorial mein Gesicht nicht unbedingt die ganze Zeit sehen muss, werde ich mich jetzt auch kurz ausblenden, damit wir uns voll und ganz auf das Video konzentrieren können. So, und zwar gehen wir hier mal kurz die verschiedenen Automatisierungen durch. Also ich habe sie einfach alle mal gebaut, die wir hier im Reiter Automatisierung haben. Sobald man alle Dinge erforscht hat, sind komplett diese Dinge zu sehen. Und zwar fangen wir ganz klassisch an mit dem Automatisierungskabel. Das ist einfach das Einfachste. Dann gibt es die Automatisierungsbrücke. Das ist nichts anderes, wie wenn man Strom verlegt, muss einfach über Dinge drüber. Dann haben wir die Vierfachautomatisierung, nämlich das Automatisierungsband. Das ist was ganz Interessantes. Da gehe ich später näher drauf ein. Da kann man nämlich vier Leitungen auf einmal mit vier unterschiedlichen Signalen durchschicken. Und natürlich auch das dazugehörige, die dazugehörige Automatisierungsbandbrücke. Sagt auch nichts anderes wie die anderen Kabelbrücken. Dann haben wir hier die verschiedenen Automatisierungsgeräte oder Gatter oder wie man es auch nennen möchte. Ich fange mal oben an. Hier gibt es einen Hammer, der gibt einfach nur ein Signal aus. Ich erkläre dann später auch ganz kurz, wofür man Signale benutzen kann. Da haben wir einen Tiersensor, wir haben den Bewegungssensor, wir haben den Atmosensor, einen Keimsensor, einen automatischen Notifier, das ist nichts anderes wie der Hammer, nur dass es eben eine andere Art von Signalgeber ist. Wir haben den einfachen Signalschalter, wir haben den Timer, den Leistungssensor, den Thermosensor, den Hydrosensor, Gaselemente, einen Signalzähler, einen Flüssigkeitselemente-Sensor, den Zyklussensor, dann haben wir das Oder-Gatter, das Und-Gatter sowie das Nicht-Gatter und hier unten noch das Puffergatter und das Filtergatter und wichtig für die Vierfach-Automatisierungskabel der Bandschreiber sowie das Bandlesegerät. Dann haben wir hier noch die Exoten, die gehören zum Beispiel zu denen, die ich selbst noch nie verwendet habe. Deswegen werde ich hierzu auch noch keine Erklärung liefern können. Wenn es mal soweit ist und ich diese Automatisierungen einsetze, dann werde ich gerne noch mal ein Video machen und diese Sachen erklären. Ich habe hier den Signalverteiler, den Speicherumschalter, das Xor-Gatter sowie den Signalwähler. Also in diesem Video werde ich, damit es nicht zu lang wird, auf die verschiedenen Sachen eingehen, die ich selbst überwiegend verwende. Das ist einmal der Thermosensor, den Bewegungssensor, den Tiersensor sowie den Timer, den normalen Schalter, den Gaselementer sowie Flüssigkeitselementesensor und das Und-Gatter bzw. Oder-Gatter sowie das Nicht-Gatter und zu guter Letzt eben die Vierfach, das Automatisierungsband mit dem Bandschreiber und dem Bandlesegerät. Also ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dem einfachsten Automatisierungstool, das man sehr früh zu Beginn einsetzen kann. Und zwar wäre das der Bewegungssensor. Der funktioniert nichts anders wie in der normalen Welt. Man setzt einen Sensor und wenn ein Duplikant kommt, dann wird es grün und dann wird es hell. Und zwar kann man das zum Beispiel über einer Forschungsstation einsetzen. An der Forschungsstation arbeiten die Duplikanten schneller, wenn Licht brennt. Da das Licht aber nicht dauerhaft brennen muss, wenn gerade nicht geforscht wird, kann man da einen Duplikanten-Bewegungssensor ansetzen. Der sendet grundsätzlich ein rotes Signal, wenn sich kein Duplikant in der Nähe befindet, eben wie im normalen Leben auch. Ist niemand da, ist das Licht aus, kommt jemand, geht das Licht an. So ist es hier auch. Und zwar wird dieser Bewegungssensor eben auch mit einer Deckenlampe zum Beispiel verbunden. Und sobald ein Duplikant kommt, dann geht das Licht an und man kann schneller forschen. Ich demonstriere das mal eben.
gehe mal in die Forschung rein und stelle mal eine Forschung ein. Dann muss jetzt hier nur noch ein Dab vorbeikommen. Hier kommt er. Ihr seht, es ist ein Dab im Sensorbereich. Der ist hier zu sehen. Dann geht das Licht an und es kann schneller geforscht werden. Ist kein Dab da, dann geht das Licht eben entsprechend aus. Das ist eigentlich die simpelste Automatisierung, die man auch relativ zu Beginn bauen kann, sobald man Strom macht, um eben die Forschung etwas zu beschleunigen. Das kann man bei allen anderen Gerätschaften auch einsetzen, wie zum Beispiel einer Ölraffinerie. Dort, wo sie halt stehen müssen, um die Sachen zu bedienen, dann können sie schneller bedient werden, indem ein Licht brennt, als wie wenn sie im Dunkel wären. Also man kann es beispielsweise auch bei der Metallraffinerie einsetzen oder bei der Ölraffinerie, wie eben erwähnt, bei der Glasschmiede oder auch beim Steinbrecher zum Beispiel. Das sind alles Gerätschaften, wo sie vor Ort sein müssen, um das zu bedienen. Und dann kann man hier ganz einfach so eine Lichtautomatisierung einbauen. So, die nächste Automatisierung, die ich auch selbst benutze, das ist der sogenannte Tiersensor. Der Tiersensor, den benutze ich am Brutschrank. Ich habe das hier unten auch mal demonstriert. Ich werde es aber gleich mal kurz in meiner aktuellen Kolonie zeigen. Den Tiersensor, dem kann man sagen, zähle bitte hier im gesamten Raum alle Tiere oder zähle alle Eier mit. Und wenn dann die Anzahl bei über 8 ist, dann sende ein grünes Signal. Oder wenn es eben unter 8 ist, dann sende ein grünes Signal. Im Regelfall zähle ich die Eier nicht mit, sondern es geht mir darum, dass in meiner Farm immer genügend Tiere drin sind. Und wenn zu viele Tiere drin sind, dann soll natürlich nicht gebrütet werden. Deswegen soll er dann, wenn zum Beispiel unter 8 Leuten sind, soll er ein grünes Signal senden. Wenn er über 8 ist, dann soll ein rotes Signal werden. Wir gehen dazu kurz in die Kolonie, damit ich euch zeigen kann, wie das funktioniert. So, da sind wir jetzt angekommen in der Kolonie. Um den Tiersensor zu demonstrieren, hier habe ich eine Hutchfarm im Raumoverlay. Man sieht es, es ist ein Stall und in diesem Stall passen 8 Tiere hinein. Damit ich nicht zu viele Tiere habe und nicht zu viel gebrütet wird, habe ich eben bei diesem Tiersensor gesagt, zähl bitte die Tiere und gib ein grünes Signal, wenn unter 7 Tiere in diesem Stall sind. Ich könnte auch auf 8 hochgehen. Also ich habe 8 eingestellt, aktuelle Anzahl sind 7, deswegen würde ein grünes Signal kommen, solange hier nicht zu viele Tiere drin sind. Ich habe hier in dieser Kolonie noch einen zweiten Stall, da gehe ich gerade mal rüber. Den habe ich hier, hier ist es nämlich genau eingetreten. Hier möchte ich nur 6 Tiere drin haben. Deswegen habe ich dem Tiersensor gesagt, sende bitte nur ein grünes Signal, wenn es unter 6 Tiere sind. Es sind aktuell 6, deswegen wird hier ein rotes Signal gesendet und der Brutschrank ist aus. Also eine völlig simple Automatisierung. So, als nächste Automatisierung, die ich auch selbst benutze, ist eigentlich auch was relativ Einfaches, ist der Thermosensor. Den kann man überall da benutzen, wo man Hitze erzeugen soll oder wo eben keine Hitze erzeugt werden soll, wo Gerätschaften aus- oder eingeschalten werden sollen, wenn es entsprechend warm oder kalt ist. Und zwar, ich habe hier mal einen simplen Raum gemacht, in dem ein Thermosensor steht und eine Raumheizung. In diesem Raum hat es aktuell 25 Grad. Das bedeutet, wir wollen hier mehr haben. Dann sagen wir diesem Temperatursensor, du sollst bitte ein grünes Signal senden, wenn die Temperatur unter 7 Grad liegt. Dann starten wir. Entschuldigung, wenn sie über 7 Grad liegt, nicht unter 7 Grad. So, jetzt liegt die Temperatur natürlich über 7 Grad, also beginnt die Raumheizung zu heizen. Wenn ich ihm jetzt sage, es ist jetzt warm genug, du sollst bitte nur ein Signal senden, wenn es hier unter 25 Grad hat, dann heizt er natürlich weiter, weil wir aktuell hier noch bei 24 Grad sind. Jetzt sage ich, okay, ist warm genug, sende bitte nur ein Signal, wenn du unter 22 Grad bist. Dann geht diese Raumheizung wieder aus. Also die ist ganz simpel verbunden. Ganz einfaches System. Einfach ein Automatisierungskabel vom Thermosensor ran an den Raumheizer. Mehr muss man nicht machen. Der Thermosensor benötigt keinen separaten Strom. Nur natürlich die Raumheizung benötigt Strom. So kann man das ganz simpel benutzen.
kann man eben auch mit anderen Gerätschaften verbinden. Als Beispiel, man hat Angst, dass sein Kraftwerk überhitzt. Dann könnte man einen Thermosensor in den Kraftwerksraum hineinstellen. Am besten natürlich dann direkt neben das Kraftwerk, wie zum Beispiel hier. Ich setze das einfach mal, um zu demonstrieren. Man setzt einen Thermosensor hier als Beispiel über das Kohlekraftwerk, verbindet dann das Ganze mittels eines Automatisierungskabels hier nach unten und sagt dann diesem Ding, okay, wenn es hier unter 50 Grad hat, dann sende mir bitte ein grünes Signal. Ansonsten mach es mir bitte nicht. Dann sende ein rotes Signal, sobald es über 50 Grad hat, damit mir mein Kraftwerk eben nicht überhitzt. Ja, das ist eigentlich auch schon alles, was man mit dem Thermosensor machen kann. Man kann ihn, wie gesagt, an sämtlichen Gerätschaften eigentlich einsetzen, wo man Angst hat, dass man überhitzt. Also hauptsächlich natürlich im Bereich von Kraftwerken oder Ähnliches, die dann eventuell kaputt gehen können. Oder vielleicht auch an Gaspumpen oder Ähnliches, wo man Angst hat, die Gaspumpe könnte überhitzen, wenn sie zu lange läuft. Dann kann man einen solchen Thermosensor einsetzen und sagen, wenn es im Raum zu heiß ist, dann bitte nicht weitermachen. So. Eine weitere Automatisierung, die ich in meinen eigenen Basen verwende, das ist der sogenannte Timersensor. Dem Timersensor kann man sagen, hier ist es eigentlich ganz simpel erklärt, sende 10 Sekunden ein rotes Signal und danach sende 10 Sekunden ein grünes Signal. Man kann diese Werte beliebig verändern. So sendet man zum Beispiel 12 Sekunden ein grünes Signal und 10 Sekunden ein rotes Signal. Damit kann man auch steuern, dass ein Gerät nicht dauerhaft in Betrieb ist, weil man es nicht dauerhaft benötigt oder weil man es nicht überhitzen lassen möchte. Denn wenn es rot ist, schaltet es ja aus. Und wenn es aus ist, kann es eventuell etwas abkühlen. So benutze ich diesen Timersensor zum Beispiel in meiner aktuellen Basis, um Plastik zu produzieren, damit meine Polymerfabriken nicht überhitzen. Sind sie an einem Timer angeschlossen, die sie immer wieder periodisch ausschalten. Demonstriere das mal eben. Wir gehen gerade mal rüber wieder in meine aktuelle Kolonie und schauen einfach mal, wie sich das Ganze dort zeigt. Hier sind wir zurück mit dem angekündigten Timersensor, wie ich meine Polymerpressen betreibe. Aktuell steht er nur auf 5 Sekunden grün oder 25 Sekunden rot, weil ich eben gar nicht so viel Plastik brauche. Aber ich demonstriere euch das mal eben. Jetzt wird grün, jetzt arbeiten meine Polymerpressen. Nach 5 Sekunden hören sie schon wieder auf, können sich etwas abkühlen. Das ist einfach der Grund, wenn ich wieder etwas mehr Plastik brauche, dann wird einfach der Intervall hochgeschraubt auf zum Beispiel 10 Sekunden. Dann wird eben nach 20 Sekunden rot, aber an die Polymerpressen 10 Sekunden und können dann derzeit natürlich etwas mehr Plastik machen. Also eine völlig simple Automatisierung, die eben in dem Fall verhindert, dass meine Polymerpressen überhitzen. Ich könnte denselben Effekt auch erreichen, indem ich einen Thermosensor hier reinmache. Allerdings ist der Unterschied, der Thermosensor misst immer die Raumtemperatur und nicht die Temperatur der Geräte. Das ist das kleine Problem an dem Thermosensor. So, damit haben wir das auch erklärt. Als nächstes gehen wir weiter den Gaselementesensor und den Flüssigkeitselementesensor. Das ist eigentlich derselbe Sensor, der nur unterschiedlich logischerweise allein vom Namen her schon. Der eine detektiert Flüssigkeiten, der andere detektiert Gas oder Gase. Ich setze diese liebend gern ein im Bereich von Flüssigkeitspumpen oder eben von Gaspumpen, wie zum Beispiel hier. Jetzt ist hier in meiner Modellstadt ein bisschen der Strom ausgegangen, aber das ist nicht weiter schlimm. Zum Beispiel diese Gaspumpe, damit die nicht permanent laufen, habe ich zum Beispiel dieser Gaspumpe einen Gaselementesensor zugewiesen. Der sagt, du pumpst bitte nur, wenn du Sauerstoff detektierst. Und dann kann man hier sehen, okay, sie pumpt. Sobald hier Wasserstoff an die Sache rankommt, hört sie auf zu pumpen. Das verhindert eben, dass Pumpen permanent durchlaufen und unheimlich Strom ziehen. Dasselbe habe ich hier zum Beispiel mit einem Flüssigkeitssensor gemacht. Der hat hier jetzt den Effekt, dass sobald hier kein Wasser mehr detektiert werden sollte, das bedeutet, der Wasserstand zu tief sinkt, dann hört die Pumpe auf zu pumpen, damit mir das Wasser nicht ausgeht. Auch das werde ich kurz in meiner Kolonie demonstrieren. Wir gehen gerade mal wieder rüber. So, da sind wir wieder in der Kolonie. Dieses Mal geht es um den Flüssigkeitssensor, den ich euch demonstriert habe. Den habe ich auch zweimal in meiner aktuellen Kolonie verbaut. Einmal nämlich hier in meinem Schmutzwasserbecken. Und zwar ist die Automatisierung folgendermaßen.
Hier wird verschmutztes Wasser detektiert und sobald verschmutztes Wasser detektiert wird, gehe in eine Automatisierungsübersicht hinein. Diese Automatisierung geht weit nach unten und zwar hier zu einem Flüssigkeitsventil mittels eines Nichtgatters. Und zwar das Nichtgatter, kann ich jetzt in dem Fall schon vorweg erklären, wandelt das grüne Signal in ein rotes um. Und zwar funktioniert das eigentlich ganz einfach. Von hier unten wird Schmutzwasser nach oben gepumpt, durch dieses Ventil in dieses Becken hinein. Wenn jetzt der Wasserstand so hoch ist, dass dieser Sensor schmutziges Wasser detektiert, dann würde er ja ein grünes Signal senden. Und ein grünes Signal würde der Pumpe ja sagen, okay, mach weiter. Deswegen baue ich hier einen Nichtgatter ein, dass das grüne Signal in ein rotes Signal umwandelt und umgekehrt. Jetzt aktuell wird kein Wasser detektiert, deswegen kommt ein rotes Signal. Mittels des Nichtgatters wird es in grün umgesendet, sagt der Ventil, okay, mach bitte auf, lass Wasser durch. Und sobald eben der Wasserstand hoch genug ist, wird das grüne Signal in ein rotes umgewandelt, das Ventil macht zu, es kommt kein Wasser nach, sodass das Becken nicht überläuft. Dasselbe System ist hier verbaut. Hier ist es aktuell so, man sieht es, der Wasserstand, hier wird normales Wasser detektiert, eingestellt normales Wasser. Das normale Wasser wird detektiert, deswegen schickt dieses Ding ein grünes Signal an das Nichtgatter, das wandelt es um in ein rotes Signal und das Ventil hier macht zu, damit eben von oben und hier aus diesem Rohr in dem Fall nicht noch mehr Wasser in das Becken eingeleitet wird und das Becken dann irgendwann so voll ist, dass nichts mehr reingeht. Und weiter geht's mit dem Gaselementesensor. Der ist dafür da, eben das entsprechende Gas zu lokalisieren, damit die Pumpen nicht ewig laufen. Ich habe hier oben bei dieser Pumpe, die soll nämlich den Wasserstoff hier aus meinem Elektrolysesystem pumpen. Und die Pumpe soll bitte nur laufen, wenn dieser Elementor auch tatsächlich Wasserstoff detektiert. Denn der Wasserstoff ist nicht permanent hier oben, sondern er wird abgepumpt und kommt immer von unten nach oben, damit die Pumpe eben nicht im Dauerbetrieb läuft. Man sieht es, sie hält immer wieder an. Wenn eben kein Wasserstoff da ist, ist Wasserstoff da, pumpt sie, jetzt hat sie wieder keinen, jetzt hört sie wieder auf. Also ein ganz simples System, spart einfach Strom, mehr ist es nicht. So, dann hätten wir auch das erklärt. Dann geht's weiter, was verwende ich noch in meinen Kolonien? Also, eine der simpelsten Automatisierungen, die man direkt verwenden sollte, die habe ich jetzt hier gar nicht, weil man dazu eigentlich nur das Kabel benötigt. Das ist die sogenannte intelligente Batterie. Sobald man Strom produziert, also nicht Strom mittels des Hamsterrades, sondern Strom mittels eines Generators, sollte man dringend eine intelligente Batterie bauen. Die benötigt veredeltes Metall, da muss man einen Steinbrecher dazu bauen, aber man spart sich so Unmengen an Strom und an Ressourcen. Und zwar die intelligente Batterie ist einfach ganz Einfaches. Und zwar sagt eine intelligente Batterie zu dem Kraftwerk, schalte ab, sobald ich voll bin oder einen bestimmten Wert erreicht habe. Das kann man hier einstellen. Der obere Schwellenwert bedeutet, du schaltest aus, wenn ich 100% voll bin. Und unten kann man so eingeben, du schaltest ein, wenn ich einen bestimmten Wert, also das kann man spielen, so wie man eben möchte. Ich habe es meistens bei 10%. Das ist auch ganz billig gebaut. Einfach nur ein Automatisierungskabel von der intelligenten Batterie rüber zu den jeweiligen Kraftwerken. Und dann ist das Ganze auch schon erledigt. Jetzt habe ich hier ausgesehen das Kraftwerk gekillt. Ich wollte eigentlich nur das Kabel killen. Das bauen wir gleich mal wieder rein. So, also das ist wirklich eine ganz einfache Automatisierung. Hier, die gibt es ein grünes Signal aus, weil eben der Stand der Batterie nur bei 5,8 ist. Jetzt schauen wir uns das einfach mal kurz an. Jetzt wird die Batterie eben aufgeladen. Die Kraftwerke laufen volle Kanne durch. Und sobald die Batterie voll ist, zack, hören die Kraftwerke auf. Und schon wird nicht mehr Kohle verbraucht oder eben Erdgas oder was ihr benutzt an Kraftwerken. Das ist die erste und wichtigste Automatisierung, die man bauen sollte, sobald man Kraftwerke hat. Denn da spart man sich so Unmengen an Ressourcen. So, jetzt haben wir wieder die 10% erreicht und schon gehen die Kraftwerke wieder automatisch an. So, dann habe ich noch in meinen Kolonien ist Nichtgatter angestellt, sowie ein sogenanntes Odergatter. Ein Undgatter selbst habe ich noch nicht verbaut, das ist aber nichts anderes wie das Odergatter. Also im Odergatter ist es im Prinzip ganz einfach. Ich habe hier zwei Eingänge und einen Ausgang. Das bedeutet,
dieser Ausgang bekommt ein grünes Signal, wenn entweder an Eingang 1 oder an Eingang 2 ein grünes Signal reinkommt. Kommt an beiden ein rotes rein, wird auch nur ein rotes ausgegeben, kommt entweder oben oder unten oder an beiden Stellen 1 raus, dann wird unten ein grünes Signal rausgegeben. Und beim Undgatter, das sagt der Name schon, da ist es eben, muss an beiden Stellen ein grünes Signal ankommen, damit unten ein rotes grünes Signal rauskommt. Oder wenn beide rot sind, beziehungsweise wenn nur eins von beiden rot ist, dann wird unten auch rot ausgegeben. Das Nichtgatter ist eigentlich relativ selbsterklärend. Wenn man es durchliest, gibt ein grünes Signal aus, wenn der Eingang in ein rotes Signal empfängt. Also er wandelt einfach nur ein Signal um. Das ist eigentlich auch schon alles. Auch die Sachen werde ich zum Schluss von dem Video noch kurz zeigen. In meiner Kolonie, und zwar an meiner Raketenstartrampe, da habe ich nämlich sowohl die Nichtgatter wie auch ein Odergatter installiert und auch das Automatisierungsband, da ist eigentlich alles drin, das werde ich dann entsprechend zeigen, und ja, aber das erst am Ende des Videos. Wir gehen weiter, es gibt nämlich noch zwei Sachen, die ich noch zeigen möchte, die allerdings nicht im Reiter Automatisierung zu finden sind, aber sie gehören meiner Meinung nach trotzdem zur Automatisierung. Und zwar haben wir einmal einen Rohrflüssigkeitssensor, und zwar unterschiedliche Typen. Das Rohrflüssigkeitssensor, den Rohrflüssigkeitskeimsensor sowie den Rohrflüssigkeitstemperatursensor. Und genau dasselbe gibt es auch hier beim Rohrgasdetektor, Rohrgaskeimsensor oder Rohrgastemperatursensor. Ich persönlich benutze die Temperatursensoren und den Detektor. Und zwar den Temperatursensor benutze ich beim Sanitär. Als kleines Beispiel habe ich hier was gezeigt. Und zwar, gut, man kann jetzt hier schlecht sehen. Deswegen gehen wir mal kurz rüber in meine Kolonie. Da kann ich es euch einfach genauer zeigen, wie das Ganze funktionieren soll mittels eines Temperatursensors. So, und jetzt kommen wir zum Rohrflüssigkeitssensor. Hier habe ich eben mein Kühlsystem. Hier kann ich es am besten demonstrieren. Ich habe hier einen Rohrflüssigkeitssensor, der nicht, nein, das ist falsch ausgedrückt, es ist kein Rohrflüssigkeitssensor, es ist der Rohrtemperatursensor, den ich hier eingebaut habe. Und zwar ist das hier mein Kühlsystem. Ich zeige es nicht, weil das ist dann Thema von anderes Tutorial. Hier fließt eben ein Wasser durch, das durch die Basis geht und die Basis kühlt. Kommt dann natürlich teilweise erwärmt raus, teilweise nicht erwärmt, weil es eben keinen Kühleffekt ausgelöst hat. Man sieht, sie hat 20 Grad, das hat zum Beispiel nur 9 Grad. Jetzt sage ich diesem Sensor, okay, wenn das sende ein grünes Signal, wenn es unter 18 Grad hat. Wenn es unter 18 Grad hat, soll es nämlich nach unten durchgehen und durch meinen Kühlkreislauf gehen und gekühlt werden, wenn es, falsch rum. Wenn es unter 18 Grad hat, soll es hier durchgehen und nicht durch den Kühlkreislauf. Wenn es über 18 Grad hat, dann soll es durch den Kühlkreislauf gehen und gekühlt werden. Ansonsten würde das Wasser irgendwann unter den Gefrierpunkt gehen, auf minus 20 Grad, würde gefrieren und würde mir meine Rohre beschädigen. Hier ist eigentlich auch wieder das Nichtgatter im Einsatz. Deswegen an die eine Pumpe ist es angeschlossen. An die andere Pumpe auch mittels eines Nichtgatters. Das bedeutet, da kommt ein Wassertropfen, der hat 18 Grad, dann schickt es, oder wir nehmen mal 19 Grad, dann schickt es eben ein grünes Signal. Dann macht dieser Sensor hier zu und der hier macht auf. Dann wird es nach unten durchgelassen oder eben umgekehrt. Wenn es zu kalt ist, also wenn es nur 11 Grad hat, dann detektiert er hier, es hat unter 18 Grad, also grün. Macht der hier unten zu und der hier macht auf und somit wird hier das Wasser getrennt. Ich lasse es mal laufen. Ihr seht, es wird immer rot oder grün. Ab und zu wird ein Wassertropfen nach unten gelassen, der gekühlt wird. Ansonsten wird es oben durchgelassen, damit das ganze Wasser nicht zu kühl wird. Das ist eigentlich auch eine ganz simple Automatisierung. Ich muss dazu sagen, funktioniert nicht zu 1000%. Es geht auch ab und zu mal ein Tropfen unten durch, der eigentlich schon kalt genug ist. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es. Ich habe damit keine Probleme. So, und zu guter Letzt, beziehungsweise nicht zu guter Letzt, als vorletzten Punkt habe ich noch den Rohrgasdetektor. Den kann man als kleinen Filter benutzen. Im Sinne von, man kann sparen. Wo haben wir es, den Gasfilter? Allerdings arbeitet der nicht 100% zuverlässig, deswegen muss man ihn vorsichtig einsetzen, aber man kann es als Alternative einsetzen. Und zwar funktioniert das Ganze auch recht simpel. Man baut in das Rohr
in das Flüssigkeitsrohr hier zum Beispiel einen Rohrgasdetektor ein. Der detektiert dann ein entsprechendes Gas, das man eingestellt hat, und verbindet es mittels eines Automatisierungskabels mit zum Beispiel einem Gasabzug. Dieser Gasabzug bekommt dann ein grünes Signal, sobald er Sauerstoff detektiert, und bekommt ein rotes Signal und schließt sich, sobald er Wasserstoff detektiert, was hier in der Leitung zum Beispiel ist. Sobald er Wasserstoff detektiert, macht er zu und der Wasserstoff wird in den Tank geleitet. Man sieht hier jetzt schon in meiner Beispielkolonie, habe ich einfach einen zu hohen Gasdruck, deswegen kommt hier nichts mehr raus und das fließt mir alles rüber. Aber im Normalfall funktioniert das eigentlich ganz gut. Man sieht, es geht zu, es geht auf, es geht immer zu, je nachdem, was gerade rauskommt. Wenn der Gasdruck hier nicht so hoch ist, dann funktioniert das automatisch. So, und jetzt zu guter Letzt kommen wir zur Vierfachautomatisierung. Die hat mich auch einige Nerven gekostet, bis ich sie endgültig verstanden habe. Aber wenn man sie mal verstanden hat, ist es eigentlich sehr einfach. Und zwar ist das einfach ein Automatisierungsband, wie es eben heißt, in dem vier gleichzeitige Automatisierungssignale durchgeschickt werden, und zwar auf unterschiedlichen Leitungen. Wie funktioniert das Ganze? Ich demonstriere das eben mal, damit man es, also ich habe es damit verstanden, deswegen hoffe ich, dass ihr es auch versteht. Es ist eigentlich ganz einfach. Ich benutze dafür zu Demonstrationszwecken eben den Timersensor. Ich stelle hier einen Timersensor stelle ihn hin. Dann brauche ich eben einen Bandschreiber. Dieser Bandschreiber muss eben so rum, man sieht es hier, so aufs Band drauf. Und dann muss man hier das normale Automatisierungskabel mit der Quelle verbinden. Bei mir ist eben das jetzt die Quelle. Das kann alles mögliche andere sein. Das ist eben nur ein Beispiel. Jetzt schreibt dieses Band, man sieht jetzt schon, das äußere Band wechselt jetzt in grün. Jetzt wechselt es nach 10 Sekunden wieder in rot, weil ich ja hier einen Timersensor, der nach 10 Sekunden hat. Das heißt, hier, dieser Bandschreiber, habe ich gesagt, beschreibe mir bitte Band Nummer 1. Das tut er jetzt. Rot, wenn der Timersensor rot gibt, und grün, wenn der Timersensor grün gibt. Jetzt muss ich das Ganze natürlich auch auslesen. Das bedeutet, ich brauche jetzt einen Ausleser. Ein Bandlesegerät. Und zwar setze ich das jetzt dort, falsche Taste, Entschuldigung, dort an, wo ich es haben muss. Also am Ende meiner Kolonie, je nachdem, wo ich es haben möchte. Dort wird dann das Bandlesegerät gebaut. So, diesem Bandlesegerät muss ich jetzt auch sagen, du liest mir bitte Band Nummer 1 aus. Dann machen wir nur aus Demonstrationszwecken ein Signalzähler hier hinten ran. So, und ein Automatisierungskabel an den Signalzähler ran. Und du zählst auf 10. So, er zählt eben jetzt. Er hat einmal grünes Signal bekommen. Jetzt kommt gleich das zweite grüne Signal. Genau, jetzt bekommt er das zweite grüne Signal. So, soweit ist das ja nichts Besonderes. Das könnte man ja auch mit einem einzigen Signal machen. Als Beispiel. Wenn man allerdings durch denselben Bereich der Basis mehrere Kabel legen müsste, müsste man sie ja nebeneinander legen, wenn man das normale Automatisierungskabel benutzt. Jetzt durch das hier kann man eben vier Signale gleichzeitig senden. Ich demonstriere das jetzt nochmal weiter, und zwar indem ich einfach noch einen weiteren Signalschalter jetzt einfach mal setze. Ich setze hier einen Signalschalter. Dann setze ich einen weiteren Bandbeschreiber hier daneben und verbinde diesen ebenfalls. Jetzt sage ich diesem Bandbeschreiber, aber du sollst mir bitte Band Nummer 2 beschreiben. Und gleichzeitig muss ich natürlich jetzt auch das Bandlesegerät setzen. Das kann ich auch irgendwo auf dem Band, wo das Band halt hinführt, setzen und wo ich es benötige. Also setze ich hier jetzt zum Beispiel den Bandleser. Auch diese muss ich jetzt allerdings sagen, lese mir bitte Band Nummer 2 aus. Und auch hier setze ich dann einfach das Automatisierungsgerät an, was ich dann am Ende von diesem Kabel haben möchte. Wenn ich jetzt eben hier auf Rot stelle, dann seht ihr, dann kommt auf Band Nummer 2 plötzlich ein rotes Signal raus. Setze ich es wieder auf Grün, dann kommt auf Band Nummer 2 ein grünes Signal aus. So habe ich jetzt in einem Kabel
zwei verschiedene Signale, die gesendet werden. Hier wird jetzt zum Beispiel das rote gesendet. Wir demonstrieren das mal in der Übersicht kurz. Ihr seht, wenn wir näher rangehen, jetzt sind beide grün. Jetzt schaltet der Timersensor gleich auf rot. So, das geht auf rot. Wenn ich jetzt hier auf rot stelle, dann kommt hier auch rot aus. Und so kann man das Ganze bis zu 4 Signale auf einem Kabel machen. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Also ich denke, damit versteht man es. Man muss sie einfach nur hintereinander setzen oder man kann sie auch unterschiedlich, also man muss sie nicht direkt hintereinander setzen. Ich könnte jetzt Signalschreiber Nummer 3, nur damit ihr das auch richtig versteht, auch hier unten setzen. Nicht das Lesegerät, den Bandschreiber. Also das muss ich nicht nebeneinander. Ich kann das auch abwechselnd sagen, weil ich kann nämlich hier jetzt Band Nummer 3 einstellen, weil der hier liest ja Band Nummer 1 aus. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ihr könnt das abwechseln. Ihr müsst nicht auf einer Seite alle Eingänge und auf der anderen Seite alle Ausgänge. Das sendet sowohl hoch wie auch runter, beziehungsweise nach rechts und nach links. Der eine kann von unten nach oben das Signal schicken und der andere schickt es von oben nach unten. Das kann man machen, wie man möchte. Man muss halt darauf achten, welche Bänder man welchem Signal zuordnet, um es dann eben entsprechend auslesen zu können. Ja, das war es eigentlich auch schon. Dann gehen wir jetzt zum Schluss noch in meine Kolonie rüber. Dann zeige ich euch meine Raketenautomatisierung ganz schnell, damit das Video nicht zu ausufern wird, mit einem Nichtgatter, einem Odergatter sowie einem Automatisierungsband, wo in dem Fall 2 Signale durchgeschickt werden. Also wir sehen uns gleich wieder in meiner Kolonie. So, und zu guter Letzt sind wir hier bei meiner Raketenautomatisierung. Die ist etwas komplizierter. Ich gehe aber trotzdem nur ganz grob drüber hinweg, weil ansonsten wird es ein bisschen zu lange, das Video. Und zwar habe ich hier ein Odergatter verbaut. Ich habe ein Nichtgatter verbaut. Ich habe sogar ein Puffergatter hier verbaut. Ich habe die normale Automatisierungen. Und hier unten habe ich eben die Vierfachbandautomatisierung eingebaut. Allerdings eben in meinem Fall nur mit 2 Bändern. Aber es ist eigentlich ganz einfach zu erklären, und zwar haben wir hier den Weltraumscanner, der detektiert, sobald er einen Meteoritenschauer findet, sendet er ein grünes Signal aus. Da ich ja aber bei grün irgendwas aufmache, habe ich auch hier eben das Nichtgatter dran. Das bedeutet, er detektiert nichts, es kommt ein grünes Signal, meine Tore sind alle auf. Dieses Signal schicke ich auch hier rüber, und zwar habe ich jetzt hier einen Bandschreiber, der mir sagt, beschreib mir bitte Band 1. Und dann habe ich hier ein Bandlesegerät, das Band 1 eben ausliest und dieses grüne Signal hier oben an meine Tore sendet, damit diese Tore ebenfalls ausgehen. In die andere Richtung habe ich einen zweiten Weltraumscanner. Dieser Weltraumscanner soll meine Rakete detektieren, sobald sie zurückkommt. Wenn er die findet, dann soll er das bitte auf Band Nummer 2 schreiben und dieses Band Nummer 2 wird hier ausgelesen. Dann schickt dieses Signal, schickt er hier nach oben, in mein Odergatter hinein. Und in meinem Odergatter bedeutet, die Tore gehen auf, wenn ein grünes Signal reinkommt. Und das grüne Signal kommt dann, sobald er die Rakete findet, landet in diesem Odergatter, dann wird das grüne Signal hier oben ausgegeben und die Tore fahren auf. Gleichzeitig wird das grüne Signal auch hier hineingegeben in einen, also es wandert hier rüber, wandert in einen Umwandler rein, in das Nichtgatter, damit meine Rampe hier ein rotes Signal erhält und nach und einfährt. Aktuell ist sie defekt, aber die wird auch wieder repariert, damit die Rampe eingezogen ist, wenn die Tore offen sind und die Rakete landet. Ja, das war's mit dem Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch einige Sachen erklären. Wenn nicht, könnt mich gerne anschreiben. Dann versuche ich es nochmal ein bisschen besser zu machen. Hier in meiner aktuellen Kolonie könnt ihr mich verfolgen. Ja, das war's. Ich bedanke mich. Bleibt mich wieder ein. Macht's gut.